Herzlich willkommen bei Traubenliebe TV, Freude und Genuss am Wein zelebriert. Ich bin hier jetzt bei Domaine Dominique Piron und ich habe hier ein Magnum. Und was ist in diesem Magnum? Das ist ein Côte de Pie 2007. Ein Côte de Pie 2007 haben wir schon degustiert aus 2014, ein etwas jüngerer Jahrgang. Jetzt mal gucken, wie ältert sich dieser Wein. Dafür haben wir ein nettes Magnum genommen. Magnums sind perfekt zum Älteren. Warum? Da erstmal die Korken kann man in guter Qualität relativ oft kaufen. Wenn man die Flaschen zu groß nimmt und die werden erheblich älter, wird das oft problematisch. Und in diesem Format werden wir jetzt den 2007er degustieren. Es ist aber so, 2007 war natürlich nicht das Mega-Jahr. Und das ist mal interessant, das sind nicht so tolle Jahre, wie so ein Wein sich entwickelt hat. Hat jetzt ein guter 8 Jahre hinter sich. 7 Jahre Unterschied zu den letzten Wein, die wir degustiert haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt im Glas habe ich den 2007. Und wenn man hier auch guckt, der hat, sage ich mal, rein von Farbe wunderschön braun. Hat, sage ich mal, ein sehr schöne Nase von reifes Obst. Sehr elegant, sehr verspielt. Sehr konzentriert, aber nicht, sage ich mal, den Meganase. Hat, sag mal, all den Obst ist zusammengekommen jetzt. Man kriegt den Tanninen, die sind noch relativ präsent, aber nicht überheblich. Man kriegt den Tanninen, die sind aber nicht überheblich. Man merkt schon, dass sie da sind, aber man sieht, wie der Wein sich ändert. Aber immer noch jugendlich, immer noch frisch. Schöne, sage ich mal, Lakritz, herrliche Noten, ist echt sehr spannend. Und da muss ich jetzt sagen, mit alles zusammen, für mich sind das so 84, 85 Punkte, ist ein interessanter Wein, ist angenehm, wenn man auch davon ausgeht, 2007 war nicht ja der Mega-Jahrgang, ist das eine sehr nette Erscheinung. Das sagt doch wieder, probier Weine aus, wenn ihr in Beaujolais seid, kommt morgen und probier diese Weine aus, da... Das ist spannend. Die Weine muss man nicht immer jung trinken. Die kann man auch älteren lassen. Sag mal 10, 20 Jahre sicher drin. Da die haben viel Tanninen, eine sehr schöne Acidität. Und das ist sicher spannend. So, ich würde sagen, das hier ist auch ein Lernmoment. Und das war sehr angenehm hier zu sein. Sag mal einen großen Dankeschön ans Domaine, dass ich hier vorbeikommen dürfte. Da ich bin heute hier spontan vorbeigekreuzt auf dem Weg nach Nuits-Saint-Georges. Und das macht sehr viel Spaß. So, einfach mal ein großes Dankeschön an die ganze Mannschaft. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und vor zu Hause, ich wünsche euch natürlich schöne Weine, tolles Essen und viele sympathische Menschen und schöne Weingespräche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.